Hey guys, welcome to the Waiters Academy. Today I'm going to introduce you a success story in Salzburg, Austria. We're sitting here with a good friend of mine, Alex. And you hear something about his life, how he made it. He made it big. Come on, it's a place in Salzburg, Escobar Bar, and this guy is running it. And he's pretty young, I'll tell you that. So, how you doing? Listen, okay, I'm gonna try to do it in Deutsch, German, and I'll put transcriptions, subtitles down so you can listen and read it. Let's see how my German goes, huh? Alex, yeah. You are the restaurant manager in Arosa. 5 Sterne, Kitzbühel, wunderbar. Yeah. And you are 24 Jahre alt? Oder? 26. Sag bitte, wie hast du alles angefangen? Ich habe eine ganz normale Lehre gemacht. Lehre, 3 Jahre? Eine, auch wie? 3 Jahre, genau, ein Hotel-Business. Wie viele Jahre? Ich habe mit 16 angefangen, oder mit 15 und war mit 18 fertig. Okay. Habe dann ganz normal als Chef de Rang gearbeitet gleich. Also wo war das? Bei mir zu Hause in Bayern. Regensburg. Okay, das war in Deutschland. Genau, das war in Deutschland. Und dann, du hast ein bisschen in Deutschland gearbeitet? Ja, dann habe ich 3, 4 Jahre in Deutschland gearbeitet, verschiedene Positionen, Front Office, Service, Chef de Rang, Comité de Rang, mixed, ganz verschieden. Bin dann für ein Jahr auf Saison nach Österreich gegangen, das erste Mal für 4 Monate. Okay. Das hat mir sehr gut gefallen und Österreich war immer mein Wunsch. Österreich war dein Wunsch. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben gleiche Wünsche, ne? Ja, genau. Ich habe auch in Österreich gekommen. Okay, ja. Und? Und dann war ich nochmal zu Hause, habe eine Fortbildung gemacht. Da war ich dann 24, 25. Ist in Deutschland, in Österreich viele Fortbildungen. Ja, man muss machen. Okay, so, ja. Du hast in Deutschland wieder Fortbildung gemacht? Ja, Fortbildung gemacht, dauert ein halbes Jahr, Vollzeit-Fortbildung. Okay. Wie Küchenmeister, war Hotelmeister, okay, sehr okay. Viel Theorie. Aber du gehst 6 Monate nur Schule? 6 Monate nur Schule, ja. Okay. Und nebenbei arbeiten ein bisschen an der Woche. Okay, okay. Und dann eben der Schritt nach Kitzbühel war so ein Ziel von mir, dass ich sage, okay. In Kitzbühel? Genau, in Kitzbühel. Ich möchte in ein 5, das war mein Ziel nach der Schulung, ein 5-Sterne-Hotel. Irgendwann war mein Plan aus, irgendwann ein 5-Sterne-Hotel, Restaurantleitung. Das war das Ziel für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Okay. Und dann habe ich angefangen, eben direkt nach der Schulung oder während der Schulung noch mich zu bewerben. War dann in Kitzbühel direkt angenommen. Wirklich? Nach dem ersten Gespräch. Ich habe das nie gewusst. Erst als Stellvertretung, also als Assistent. Im Streif. Streif ist 180 Plätze Restaurant in der beste 5-Sterne-Hotel in Kitzbühel. Ja. Okay, super. Und? Als Stellvertretung. Du warst 24 Jahre oder 25 Jahre? Okay. Als Stellvertretung, es war sehr viel Neues für mich. Ich war noch nie in einem 5-Sterne-Hotel gearbeitet vorher. Nein. Nur 4 Sterne im Maximum. Und dann diese Position, es war sehr hart angestrengend, okay. War sehr, sehr anstrengend. Habe aber dann haben wir wirklich reingeschmissen, wirklich motiviert. Wirklich. Dann nach 3 Monaten schon die Position bekommen als Restaurant Manager. Nach 3 Monaten? Nach 3 Monaten. Schau mal, Jungs. 3 Monate, dieser junge Mann hat vom Stellvertreter bis Restaurant Manager und dann? Und dann eben. Wie lange hast du da gemacht? Fast 2 Jahre. 2 Jahre und dann, du könntest Food and Beverage Stellvertreter und dann Food and Beverage auch, sie haben das sie hier haben das angeboten, ja. Genau, aber du möchtest wegen die Family Matters, genau. Ja, in Salzburg jetzt hier, wir sind in Salzburg in der Zentrum, Hauptstadt, diese wunderschönen Betrieb. So, und dann, du hast einfach entschieden. Genau, also ich habe mich nicht gegen Arosa entschieden, aber ich habe für mehr Freizeit entschieden, weil es ist schon ein Job mit viel Arbeitsaufwand von den Stunden her.
Mehr Vollzeit. Meinst du, du hast mehr Freizeit jetzt? Ja, du hast. Ja, doch. Okay. So. Was mir wichtig war mit dem Thema Salzburg. Salzburg ist eine größere Stadt. Größere, wunderschöne. Ich bin in einer großen Stadt aufgewachsen. Absolut. Und ich musste wieder in die Stadt. Okay, ich verstehe. Und ich bin hergekommen und habe dann eben kurz einen kleinen Laden. MyInigo war das Konzept. Das ist auch hier im Unternehmen. Gehört alles zusammen. Als Storeleiter habe ich gemerkt, okay, das ist nicht mein Business, aber habe sehr viel gelernt mit Zahlen, Inventuren und diese Sachen. Okay. Einfach noch weitergebildet. Habe jetzt ein Trainee-Programm im Unternehmen gemacht, ein Jahr lang hier. Alle Bereiche. Wieder lernen. Alles. Okay. Ja, so. Und habe jetzt den Most Visited Place in Salzburg The Most bekommen. Visited Place in Salzburg, okay. Ja, als Betriebsleiter. Und ja. Nicht nur das, du hast schon, 2 Jahre hier gemacht? In Salzburg? Ja. 2 Jahre? Insgesamt jetzt 2 Jahre. Du hast ein Haus gekauft. Wir haben ein Haus gekauft. Meine Frau ist jetzt Food and Beverage Manager. Meine Frau ist Food and Beverage Manager. Im wunderschönen Hotel hier in Salzburg auch. Ja. Und life is good? Ja. Yeah. Im Moment ist alles perfekt. Im Moment. Frau glücklich, Haus glücklich. Haus zu Hause, glücklich. 3 Hunde und einen geilen Job und ein geiles Lokal. Wunderbar, Mann. Wunderbar. Und das ist, du hast um 15 Jahre alt mit Lehrling angefangen, 18 Jahre, du hast echt guten Job, wirklich ja, einen guten Job gefunden. Ja. Und dann, das ist 18 bis, du bist jetzt wie alt? 28? 30. Schon 30? Ja, bitte. Das ist wie, ja. Okay, so das ist 12 Jahre. Ja. 12 Jahre, aber es ist ganz viel Arbeit. Es ist harte Arbeit und du musst viel lernen, viel Zeit investieren. Einfach. Du musst bereit sein, viel Zeit zu investieren. Es geht relativ einfach im Vergleich zu anderen Jobs in der Gastronomie, dich hochzuarbeiten, aber du musst viel dafür investieren. Du musst viel Fleiß dafür investieren, viel Zeit und dich fortbilden. Das ist genauso. Und jetzt, du bist ein Manager in einem wunderschönen Platz in Österreich, in ja. Salzburg. Ja. Beste Stadt, okay, wir entschuldigen. Sowieso. Du bist Manager. Du hast ganz andere Probleme momentan. Was ist das größte Problem, das du hast? Das größte Problem ist, das Lokal ist zu klein für so viele Gäste. Ja, ich möchte das Problem so auch haben. Okay, das Problem hätten alle gerne. Ja. Problem würde ich es nicht nennen, es ist immer mehr, je weiter die Zeit geht, das Thema Personal wird immer intensiver. Das möchte ich hören. Sehr viel mit dem Personal sprechen, sehr viel Psychologie, sehr viel Kommunikation. Wenn du dich da als Betriebsleiter nicht weiterbildest, hast du verloren. Verloren, genau. Also aber 50% meiner Zeit spreche ich mit dem Personal. Du hast das in deine Group sowieso. Glaub du hast schon. Das gut gemacht, wenn du jung warst und ich glaube, du machst gleich einen Job. Aber finden Personal, ist das... Gelerntes Personal, das ist gelernt hat, so wie ich, genau, ist das war sehr schwer. Genau. Aber ich bin ganz ehrlich, ich arbeite mittlerweile mit diesem Konzept. Klassische Hotellerie ist wieder was anderes, aber mit so einem Konzept arbeite ich lieber mit Mitarbeitern, die motiviert sind, auch Quereinsteiger, die das nicht gelernt haben. Nicht für Erfahrung, oder? Also ein bisschen Erfahrung brauchst du schon. Arbeite ich lieber mit Leuten, die motiviert sind, die Spaß haben, als wie welche, die 10, 15 Jahre das Arbeiten immer das Gleiche gemacht haben, sich nicht weiterbilden, nicht weiter interessieren. Das ist sehr schwer mit diesen Leuten. So, ich habe keine Chance, einen Job hier zu bekommen. Du bist nicht hier immer weiter, nicht. Okay, so, was ich noch wissen. Wenn du ein Interview machst, was suchst du in einem Mitarbeiter? Was ist ganz wichtig für dich? Wichtig ist die Einstellung zu dem Projekt oder zu dem Lokal, wo du dich bewirbst. Wie du auftrittst, bist du aufmerksam oder sitzt du da und sagst, aha, und Augenkontakt, präsent sein, hier sein. Kannst du das auf Englisch, weil ich kann das nicht übersetzen, sicher. Einstellung auf das Lokal? Ja, your attitude. The attitude. How you are. You have to be present. You have to be here at this moment. You have eye contact and you have to visualize. Something like energy. You're looking for a guy with a cambio, with the energy, really the right attitude, smile, and hey man, I can do that. You just give it to me. And I show you. I'll be the best killer in the freaking world. Yeah. Not too much. Not too much.
but ehrlich. Einfach ehrlich sein. Yeah. Maybe also some negative things. Okay, I'm good in this is my positive side, but I'm not good in that. That's always a good thing. If you name a few things, not too much. If you say, okay, I'm not good in that, it's maybe not. I don't always say my negative things. I always say only my positive things. But it's good. I understand. You're looking for an ehrlich Leute. Jemand sure. Kommt hier. Ich bin der Beste. Ja, genau. I am king. Yeah. Okay, ich verstehe. Das ist der. I had an interview yesterday like that. Ja, okay, ja. Alles gut. Und was ist mit, du findest genug Leute hier, die Deutsch sprechen? Ja, kein Problem, weil es ist eine große Stadt, Leute reden Deutsch und so weiter. Also hier haben wir das ist ein großes Problem, zum Beispiel in Kiffen. Ja. Weil hier in einer großen Stadt, das ist kein großes Problem. Aber für kleine Städte wie Kitzbühel, Ischgl und so weiter und so weiter, das ist schwierig. Ich glaube, das liegt aber auch an der Lage, an dem Angebot aus Rom. In Kitzbühel oder irgendwo bezahlst du den Mitarbeitern mehr. Wir bezahlen nicht so viel wie auf Saison, aber wir sind in einer großen Stadt. Und was viele interessiert ist, unsere Academy zum Beispiel. Wir haben eine eigene Academy und bilden die Leute weiter. Das ist den Leuten viel wichtiger. Das ist ganz wichtig, okay? Freizeit und Fortbildung ist den Leuten viel, viel wichtiger als Geld. Das stelle ich fest in Interviews. Super. Das ist gut. Und dann, was ist der Plan? What is the plan, baby? What's next for you? No. You don't want to think about it? No, not for the moment. Okay. We're open since 5 weeks. So, survive this year. Survive the 31st of December. And then give the rest of the new structures. And maybe a few new employees, new people. And we have a lot of events over here. Das ist ein großer Platz und du hast alles, was möglich hier. Du kannst, so, there's always something to parties do. And everything. Parties, stuff like that, DJs, but also comedy shows and stuff like that. And yeah, so survive this year. Alright. And do the next step next year, but with the restaurant. With the restaurant. I want to stay here at this restaurant for the next. Oh, it's a wonderful. Yeah, absolutely, absolutely. Long term. Yeah. Okay, that's great. That's beautiful. Good. And I guess that's all it takes, man. It takes hard work. Yeah. A lot of learning. I'm trying to tell those guys that they have to learn every single day, because without learning there is no progress. Yeah, and you don't do it for other people, you do it for you. Yeah. That's the main part. That's your life. That's your life. You want a good life, you want good money, you have to put the effort, you have to put the So thank you very much. You're welcome. It was amazing. I think the noise a little bit too much, but I hope that we recorded some good stuff here. It's going to be very useful for my friends on YouTube. And always pleasure to meet you, David. Always pleasure. Me too. Keep doing a good job. I hope so. Absolutely. No problem. Thank you.